Von der Kultur kommen wir zurück auf ein allgemeineres Gelände, nämlich zum Thema Netzneutralität. Auch das ein Thema, das die Öffentlichkeit immer wieder bewegt. Zuletzt kochte die Debatte unter dem Stichwort Drosselkomm hoch. Ein Spitzname, den sich die Telekom gefallen lassen musste, als sie eine Tempodrosselung bei Festnetz-Flatrates vorschlug. Ein Vertreter von Telekom oder den Branchenverbänden konnten wir trotz mehrfacher Versuche nicht dazu bewegen, an der Tagung teilzunehmen. Also das ist eh vielleicht, weil ich jetzt auch schon zwei, dreimal angesprochen worden bin, wollte ich es einmal sagen, wir haben uns zu dritt wirklich enorm bemüht, sowohl in diesem Fall, um wirklich sozusagen jemanden von der dunklen Seite der Macht an diesen Tisch zu bewegen, als auch ganz aktuell in Verantwortung stehende Politiker für den heutigen Tag. Morgen haben wir welche, manche sind auch jetzt schon da oder waren schon da, aber wir hätten eigentlich für die ganze Tagung gerne Politpräsenz gehabt, das war einfach nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer. Aber dafür konnten wir zwei andere interessante Herren gewinnen. Das ist nämlich einmal der Igor Schwarzmann und das ist der Johannes Scheller. Ich fange jetzt mal mit dem Johannes an. Johannes, du bist eigentlich, wenn ich mir deine Geschichte angeguckt habe, dann fiel mir der Hummer ein, der ins heiße Wasser geworfen wird. Also, oder ich musste auch an dich denken, ich habe vor drei Tagen Marina Weißband gehört, der ging es, glaube ich, ähnlich wie dir, so von jetzt auf plötzlich ziemlich in den Fokus katapultiert. Du hast die Netz-I-Petition eingereicht für die Netzneutralität, die dann gescheit viral gegangen ist. Und ich habe sie auch unterzeichnet, wahrscheinlich viele hier. Und seitdem kann man auch deiner Webseite entnehmen, lassen wir dich nicht mehr in Ruhe, sondern du bist über Nacht sozusagen zum Mr. Netzneutralität geworden. Und wir wollten jetzt natürlich nochmal überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Nein, Quatsch. Aber jedenfalls warst du deshalb prädestiniert, dass wir dich hier einladen. Mich würde mal interessieren, von dem Zeitpunkt an, wo du das gemacht hast, in deinem stillen Kämmerlein in Backnang, glaube ich, oder? Das war von Tübingen aus. Von Tübingen aus, ja. Okay. Bis jetzt hat sich was in deiner Sichtweise auf das Thema Netzneutralität verändert? Ist dein Ansatz immer noch genauso total, wie er in der E-Petition drin stand? Oder sind jetzt über die Monate Dinge an dich herangetreten, sodass du eine differenziertere oder gar relativiertere Meinung dazu hast? Also ich glaube ganz einfach dadurch, dass ich mich im letzten halben Jahr jetzt extrem intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, kann ich da einige Dinge noch besser beurteilen und in Details vielleicht auch anders beurteilen, als ich es damals gemacht habe. Aber im Prinzip hat sich meine Sicht auf die Netzneutralität im Großen und Ganzen eigentlich nicht geändert. Also ich sehe das immer noch genauso und auch ziemlich strikt und denke auch nicht, dass sich das groß ändern wird. Ich hatte ja nun schon des Öfteren in Diskussionsrunden auch mit Vertretern der dunklen Seite der Macht zu tun und die konnten mich nun noch nicht überzeugen, dass ich da irgendwas an dieser Einstellung ändern sollte. Und hast du dich schon befasst jetzt mit der Formulierung zum Thema Netzneutralität im GroKo, also im Koalitionsvertrag? Also sowohl mit dem, was jetzt in der endgültigen Fassung drin steht, als auch zwischendrin, was die Arbeitsgruppe zur Netzpolitik da mal zwischendrin als Zwischenschritte rausgegeben hat. Das habe ich auch immer wieder gelesen und teilweise auch kommentiert. Also verfolge ich auch mit Interesse, was da passiert gerade. Und willst du dich dazu schon vorsichtig äußern oder ist das zu traurig? Also das, was kurz vor Schluss in diesem Entwurf drin stand, war gar nicht mal so schlecht. Da stand teilweise wirklich was drin, was vernünftig klang und auch von vielen Netzaktivisten, mit denen ich so zu tun habe, aufgefasst wurde wie, ja, das ist ein Erfolg für uns, da haben wir wirklich was durchsetzen können. Jetzt wurde das allerdings praktisch in letzter Nacht nochmal geändert. Die Gründe dafür waren angeblich, dass das Positionspapier einfach gekürzt werden musste. Und da sind so ein paar Halbsätze weggefallen. Und inzwischen ist die Formulierung, die im Koalitionsvertrag zur Netzneutralität drinsteht, würde ich sagen, vor allem eins, und zwar schwammig.
Das habe ich auch am Montag, hatte ich gerade mit Vertretern der Telekom-Konkurrenten zu tun. Die sehen das ganz genauso und sowohl die als auch wir sind unzufrieden mit dieser Formulierung, weil keine Seite weiß, woran sie jetzt ist und wie es weitergeht. Es gibt da zum Beispiel einen Satz, es ging ja in der Diskussion oft um diese sogenannten Managed Services, die die Telekom und andere Provider einführen wollen. Und da steht jetzt dieser Satz drin im Koalitionsvertrag, die Nutzer sollen nicht durch eine Vielzahl an Managed Services eingeschränkt werden. Und da ist weder den Providern noch uns klar, was eine Vielzahl an Managed Services ist, ob das schon ein einziger ist oder ob das erst 100.000 sind. Ich habe jetzt nur ganz oberflächlich, bin nicht so tief eingestiegen, aber habe irgendwo gelesen, dass andere der Ansicht sind, dass das, was da steht, sogar für den mobilen Datenverkehr schon einen Dammbruch bedeutet. Also eigentlich absehbar ist, dass wir die Netzneutralität im mobilen Bereich verlieren. Aber jetzt schalten wir mal den Igor ein. Igor Schwarzmann ist selbstständiger IT-Taktikberater. Also Erklär's. weder IT noch Taktik, sondern eigentlich Strategie. Ich habe vor 3 Jahren eine Unternehmensberatung, nennt man das heute, gegründet. Wir beschäftigen uns mit einer Vielzahl von Themen. Wir sagen gerne, dass wir unser Unternehmen gegründet haben, weil wir gerne eine Plattform schaffen wollten, um uns mit den Dingen zu beschäftigen, die uns sowieso interessieren. Und so gehen wir voran, dass wir uns vor allem mit einem Thema beschäftigen und unseren Kunden sie nicht auf die Zukunft vorzubereiten, sondern ihnen helfen, selber Entscheidungen zu treffen, wie im Bereich quasi welche Entwicklungen auf sie zukommen. Das Thema Netzneutralität oder Netzpolitik im Allgemeinen beschäftigt uns einfach, weil wir gerne uns als mündige Bürger verstehen. Und das führt mich auch, glaube ich, also um kurz nochmal rauszuzoomen bei dem Thema Netzneutralität haben wir gestern von Markus Beckedahl und auch in dem Kontext von mehreren Vorträgen haben wir jetzt schon ein paar Punkte dazu gehört, was das ist, wie das gehandhabt wird. Ich glaube, um eine gesellschaftliche Meinung dazu zu entwickeln, müssen wir uns fragen, wie wir mit dem Internet allgemein umgehen. Und da herrscht in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt immer noch so eine Art digitaler Dualismus, nennen das manche. Wir betrachten die physikalische Welt als die reale Welt und die digitale Welt als dieses Ding, was so als Fremdkörper noch dazugekommen ist und mit dem wir nicht so viel zu tun haben wollen. Das ist aber nicht so. Die digitale Welt ist komplett in der physikalischen integriert und je weiter wir voranschauen, das Internet existiert gerade mal seit ein paar und 20 Jahren. Man muss kein Hellseher sein, dass es nicht weggehen wird und man kann sich nur fragen, wie bereiten wir uns darauf vor. Und Netzneutralität kann heutzutage ein Problem werden, wenn wir um Dinge sprechen, wie das heutzutage von der Telekom vielleicht praktiziert wird. Und ich muss einen kleinen Disclaimer hinzufügen. Eins der Unternehmen, für das wir arbeiten als Third Wave GmbH, ist auch die Deutsche Telekom AG. Ich hoffe, dass niemand zuschaut, sonst haben wir vielleicht keinen Kunden danach. Aber die Problematik ist, jetzt werden Dienste reglementiert, wie zum Beispiel wird ein Vertrag mit Spotify gemacht. Das ist erstmal gut für Spotify-Nutzer und für Telekom-Kunden und vielleicht bekommt die Telekom auch ein paar neue Kunden über diese Art von Verträgen. Aber man schränkt erstmal ein, dass man irgendwie einen anderen Dienst, über den man Musik hören wollen würde, genauso gut nutzen kann in einem Telekom-Vertrag. Aber je weiter wir voranschreiten, desto mehr digitale Dienste werden über diese Datenautobahn, wie das früher mal gerne gesagt worden ist, geführt. Und da geht es nicht nur um Spielereien, es geht nicht um Musik, es geht nicht um Videos, es geht um wirklich inkrementelle Dinge. In naher Zukunft werden wir über unsere iPads oder Fernseher mit unserem Arzt sprechen können und er wird uns helfen können, ad hoc in dieser Situation. Dann kann ja an irgendeiner Stelle, weil das so geregelt ist, vielleicht die Telekom sagen, das muss extra bezahlt werden, weil das über unsere Netze geht oder jede andere Telekommunikationsanbieter.
Wie gehen wir mit solchen Dingen um? Ich glaube, da würde ich gerne die Diskussion sehen. Also, dass wir die Netze, die von derzeit Telekommunikationsunternehmen, die mit Gewinnorientierung operieren, betrachten, nicht als die Spielereien, die sie vielleicht für manche heute sind, wobei das, dem stimme ich eh nicht zu, aber vor allem, wie das in Zukunft weitergeht. Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Ich würde jetzt mal so eine Stelle, wo mich das interessieren würde, so, wir haben eben niemanden da, der jetzt explizit die Telekom vertritt. Ich antizipiere jetzt mal, die Telekom ist nicht in sich böse, sondern versucht, ihre Geschäfte zu optimieren, weil sie sozusagen als rein kapitalistisches Unternehmen ja dazu verpflichtet ist, sogar das zu tun. Könntet ihr mir sagen, was die Alternative im Business Case wäre, wenn man der Telekom sagt, Netzneutralität, das brauchen wir auf jeden Fall und da gibt es auch überhaupt keine Debatte drüber und die werden wir gegen deinen Einfluss verteidigen. Was ist die Alternative dazu für das Unternehmen oder für die Unternehmen, die Netzneutralität einschränken wollen? Also ich denke einfach, dass es hier auch Aufgabe dieser Unternehmen ist, sich da eventuell, also das häufig gehörte Argument der Telekom und Mitbewerber ist eben, wir können zum Beispiel Netzausbau und so weiter nicht finanzieren, wenn wir uns nicht solche Geschäftsmodelle suchen, die eventuell die Netzneutralität verletzen. Und ich sehe das so, dass es Aufgabe dieser Provider, dieser Unternehmen ist, eben sich auch andere Geschäftsmodelle zu suchen, in denen diese Netzneutralität nicht verletzt wird, weil man meiner Meinung nach das Internet eben nicht nur als Ware betrachten darf. Das ist nicht nur ein Gut, das ich verkaufe und wo es Kunden gibt, die das dann kaufen. Das ist eben auch ein Kulturgut, das ist Bestandteil unseres Lebens und bei ganz vielen anderen Dingen, die für uns inzwischen selbstverständlich geworden ist, achten wir zum Beispiel auch von staatlicher Seite darauf, dass die Unternehmen, die mit diesen mit Infrastrukturen und so weiter zu tun haben, sich nicht alles damit erlauben können. Und wir lassen den Nutzern dieser Infrastrukturen sprechen denen bestimmte Rechte zu. Und sowas brauchen wir meiner Meinung nach auch beim Internet. Und eins dieser Rechte, das man den Nutzern zusprechen muss, ist eben das neutrale Netz. Und deswegen sehe ich eben die Aufgabe der Telekommunikationsunternehmen einmal darin, dass sie sich andere Geschäftsmodelle suchen, dass sie sich in diesem Rahmen, was dürfen wir denn, woran dürfen wir nichts verändern im Netz, dass sie sich darin neue Geschäftsmodelle suchen. Aber in der Tat muss es zum Beispiel auch eventuell sein, das hat ja auch die neue Bundesregierung, wenn sie denn kommt, wieder so im Koalitionsvertrag festgelegt, dass Dinge wie der Breitbandausbau auch tatsächlich dann von staatlicher Seite subventioniert werden müssen, weil man natürlich der Telekom ihre wirtschaftlichen Interessen nicht absprechen kann. Es ist klar, dass die kein Netz betreiben werden, das sich für sie wirtschaftlich nicht lohnt. Ich glaube, die Sache ist ja so, also die Netze sind ein Thema für sich selbst. Was wir erleben ist, und das wollte ich fast schon in der LSR-Debatte mit einfügen, die LSR-Debatte war am Ende eigentlich nur eine Machtdemonstration. Es war eine Machtdemonstration von Verlagswesen, die gezeigt haben, wir können so ein Gesetz durchdrücken, das wir selber danach nicht mal nutzen werden. Es war einmal jedem klar machen, welche Reichweite man haben kann. Und ich glaube, dass was die Netze anbetrifft, gibt es bestimmte Dinge, wo ich fast schon Verständnis habe für die Telekommunikationsunternehmen dieser Welt. Und zwar, sie waren lange Zeit die einzigen, die über diese Netze quasi verwaltet haben und sie auch mehr oder minder als einzige benutzt haben. Und dann kamen lauter neue Unternehmen in verhältnismäßig kurzer Zeit und haben angefangen, sehr viele Dienste auf diesen Netzen draufzupacken. Und wenn man sich die USA zum Beispiel anguckt, dort gibt es einen sehr beliebten Video-Streaming-Dienst, der heißt Netflix. Darüber gucken halt Freitagabend sehr viele Menschen Filme
Und dieser Dienst, ich bin nicht ganz sicher über die Zahl, aber dieser Dienst verursacht ungefähr 50% des gesamten Traffics in dieser Zeit. Und dann kann ich, sage ich mal, als Manager eines Telekommunikationsunternehmens, wenn ich mich reinversetze, kann ich verstehen, dass man da nicht so drüber happy ist. Aber da kann ich nur zurückgeben, die Telekommunikationsunternehmen waren diejenigen, die vorher da waren. Sie hätten diese Dienste selber erfinden können. Sie hätten die Möglichkeiten gehabt, bessere Alternativen zu bieten. Das wurde auch zu Genüge versucht. Wenn man sich das Portfolio von Services von Telekommunikationsunternehmen anguckt, wird man sehr viele Konkurrenzprodukte zu YouTube, Spotify und allen anderen Diensten finden. Nur niemand möchte sie benutzen, weil die viel, viel schlechter sind. Und was jetzt versucht wird, ist nicht einen besseren Dienst anzubieten oder quasi mehr am DSL-Vertrag zu verdienen, sondern Menschen dazu zu zwingen, die schlechteren Dienste zu nutzen. Und was den Ausbau von, sage ich mal, von Netzen allgemeiner betrifft, es scheint nicht so unprofitabel zu sein, DSL-Anbieter zu sein heutzutage. Wir hatten übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, vor, dieses Gespräch wirklich von Anfang an offen zu halten. Also bitte involvieren Sie sich zu jedem Zeitpunkt, wo Sie eine Frage haben oder etwas beitragen wollen zu dieser Diskussion. Das war eigentlich der Ansatz. Ich habe leider vergessen, das zu erwähnen. Gibt es schon eine Frage? Nee. Wir haben noch vor kurzem gelernt, das ging, glaube ich, auch bei heise.de über den Bildschirm, dass ein Terabyte oder ein Gigabyte für einen Einkauf bei der Telekom Centbeträge sind. Und dass allein die Telekom mit den Beträgen, die sie jetzt einnimmt, ausreichend viel Geld haben, zusammengekratzt jeden Monat, um den Ausbau weiter zu betreiben. Also irgendwas kann ja da nicht stimmen. Und diese Rechnung, die also Heise angestellt hat, die Stimmen scheinen ja zu stimmen. Es widerspricht keiner. Kenne da ja selber inzwischen die Widersprüche, die da aus der Telekommunikationsbranche kommen. In der Tat ist es so, dass gerade im Backbone, also dem Rückgrat des Internets, ist die Datenübertragung für ein Terabyte oder sonst was tatsächlich sehr billig und verursacht kaum Kosten, wirklich nur einen Bruchteil. Allerdings die letzte Meile zum Anschluss hin, wo ja im ländlichen Gebiet oft noch auf Kupferkabel gesetzt wird und so weiter, dort tatsächlich auch einen schnellen Anschluss hinzulegen und den Kunden da mit einer Geschwindigkeit, einer Zugangsgeschwindigkeit zu versorgen, mit der er auch zufrieden ist. Man hat ja immer höhere Ansprüche. Das ist in der Tat teuer und es lohnt sich gerade in ländlichen Gebieten oft wohl nicht. Aber das Backbone und so weiter, die Glasfasernetze, da macht das die Übertragung von einem Terabyte tatsächlich nicht viel aus. Also da braucht auch die Telekom nicht so tun, als müsste man irgendwelche Daten drosseln, um noch rentabel arbeiten zu können. Da geht es tatsächlich eher darum, noch mehr verkaufen zu können. Also mir ist es aber auch wichtig, dass es gibt die Möglichkeit, über diese Details zu sprechen. Und man kann auch sich diese Details angucken. Aber ich glaube, die Diskussion, wenn wir einen großen Schritt machen wollen, wie wir auslegen, was Netzneutralität in Deutschland und in anderen Teilen der Welt bedeuten soll, dann sollten wir uns über die Bedeutung des Internets für uns als Gesellschaft machen. Weil nur dann können wir eine Antwort darauf finden, wie wir diese Netze regulieren wollen und in welcher Form Telekommunikationsunternehmen die passenden Verwalter von diesen Netzen sind. Wir sehen ja derzeit auch eine Tendenz, was Energienetze anbetrifft, dass die private Verwaltung nicht immer die favorisierte ist. Die Fragestellung stelle ich jetzt nicht zum ersten Mal, ob wir halt uns überlegen müssen, ob auch diese Datennetze nicht in der gleichen Form weiterverwaltet werden müssen. Und kannst du mal vielleicht noch kurz zusammenfassen, was Netzneutralität für dich für eine Dimension hat? Also die Erfinder des Internets hatten definitiv ein neutrales Internet im Sinn gehabt, als sie es gestartet haben. Das Internet kann man als,
als ein extra... Die Idee vom Internet ist der freie Meinungsaustausch und Informationsaustausch. Dafür ist es erstmal geschaffen worden. Es ist alles in Universitäten und in geschlossenen Umgebungen erfunden worden, dann ist in die Freiheit losgesetzt worden und am Anfang war es die Technologie, die bestimmte Dinge ermöglicht hat, die vorher nicht möglich waren. Was daraus Stück für Stück geworden ist, dass immer mehr Unternehmen darauf angefangen haben, Geld zu verdienen. Und das hat das Internet, ein Freund hat gern das gesagt, hat jede Industrie, die es berührt hat, verändert. Das heißt, es hat die Publishing-Welt verändert, deswegen haben wir die Diskussion wie Leistungsschutzrecht und andere Diskussionen und einbrechende Werbeeinnahmen. Und es wird auch jede andere Industrie auch verändern, weil sobald diese Industrien vom Internet in irgendeiner Form berührt werden, erschafft das Internet neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, neue Akteure kommen ins Spiel und plötzlich findet eine Art Umverteilung statt. Und was wir erleben ist, dass die Akteure, die bisher sehr viel Geld daran verdient haben, sich versuchen, dagegen zu wehren. Und das ist, was wir erleben. Nur wenn wir das Netz als rein marktwirtschaftliches Experiment betrachten, können wir die Diskussion nach wie vor auf der Ebene führen, muss die Telekom das machen oder muss die Telekom es nicht machen? Ist es zu teuer, den Ausbau zu betreiben? Lohnt sich das überhaupt, irgendwie das Ganze in ländlichen Gebieten zu machen? Das ist eine Diskussion, die geführt werden muss, weil wir nicht drum herum kommen. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ob quasi der Zugang zum Internet, und zwar zum ungefilterten Internet, in irgendeiner Form als ein Grundrecht auch aufgebaut werden muss. Und diese Diskussion können wir nur führen, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens dafür gibt. Und wenn wir nicht uns auf diese Diskussion belassen, naja, das Internet ist ja eh doof und wir hoffen eigentlich, dass es weggeht, oder dass bestimmte Unternehmen da einen berechtigten Grund haben, defensiv im Markt zu agieren. Und das ist, worum es geht. Wir müssen uns als Gesellschaft klar machen, welche Rolle das Internet für uns hat. Und daraus können wir ableiten, wie wir mit Verwaltung von Netzen umgehen können. Ich habe den Eindruck, dass es ja, also ich habe nicht den Eindruck, dass es ja schon breiten gesellschaftlichen Konsens geben würde, was die Bedeutung des Internets angeht, geschweige denn der Netzneutralität. Ich habe aber dann ja fast erstaunlicherweise doch den Eindruck, dass es zumindest in der Politik, Johannes, ein Empfinden dafür gibt, dass das was ist, was notwendig sein könnte. Ja, zumindest in Teilen der Politik tatsächlich, ja. Also meine Petition wurde damals ja zum Beispiel auch von den damaligen Oppositionsparteien mit offenen Armen empfangen. Es war kurz vorm Wahlkampf und man hatte ein Thema, bei dem man klar gegen die Bundesregierung gehen konnte, wobei zum Beispiel ich sogar aus der CSU von der Doro Bär zum Beispiel auch Stimmen gehört habe, dass die mein Vorhaben unterstützt. Jedenfalls, es gibt tatsächlich parteiübergreifend Politiker, die einmal die Bedeutung des Internets erkannt haben und dann aber auch die Bedeutung von Netzneutralität für das Internet, wenn man es eben auch als Kulturgut und so weiter sieht. Aber ich sehe so in der großen Breite der Politik noch nicht sehe da noch nicht diese Sichtweise angekommen, dass das Internet wirklich was ist, worauf man eventuell ein Grundrecht haben könnte. Ich glaube, der überwiegende Teil der Politik sieht das Internet tatsächlich noch als Neuland und als ein Spielzeug für Nerds, die irgendwie da sitzen und damit tolle Sachen machen können, aber im Prinzip ist das nichts, was man ihnen zur Verfügung stellen muss. Das ist für viele eben vielleicht einfach, weil sie selber damit nicht aufgewachsen sind, so wie ich es zum Beispiel bin, hat das noch nicht den Stellenwert, den man eben bräuchte, um diese Diskussion zu führen, um sich zu fragen, können wir das so ein Gut dem Markt überlassen oder müssen wir da vielleicht ein Grundrecht drauf einführen? Dazu hat das Internet tatsächlich noch nicht den Stellenwert in der Politik, glaube ich. Eine kleine Anekdote zu diesem Thema Neuland.
das bezieht sich auf ein Zitat, was die Frau Merkel über das Internet gemacht hat. Das ganze Thema ist ja für uns noch Neuland im Zusammenhang mit der NSA-Affäre. Und das wurde dann, wie üblich, solche Zitate sehr gerne auf Twitter sehr groß herumgereicht und kommentiert. Und ich muss zugeben, auch wenn ich das nicht so interpretiere, wie das Frau Merkel wahrscheinlich gemeint hat, aber das Internet ist tatsächlich noch Neuland im Verhältnis zu ziemlich vielen anderen Dingen, die wir bereits kennen. Die Medienlandschaft, Fernsehen, Radio, Print sind deutlich älter und hatten sehr viel Zeit, sich zu entwickeln. Und was wir sehen, und deswegen gibt es immer wieder diese großen Streitigkeiten, ist, weil es Neuland ist und weil unsere Repräsentanten noch nicht eine Meinung dazu gefunden haben oder am ehesten versuchen, die Interessen von etablierten Unternehmen zu verteidigen, bewegen wir uns an dieser Front. Also es gibt immer dieses Schwarz und Weiß. Entweder man ist für oder gegen das Internet. Und das müssen wir aufweichen. Wir müssen aufweichen, auch in vielerlei Hinsicht, wie die Diskussion aus bestimmten Kreisen, auch aus netzpolitischen Kreisen betrieben wird, dass man irgendwie, dass die Leute doof sind und deswegen halt irgendwie kein Verständnis dafür haben, was jeder schon quasi wissen müsste. Ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel damit, mit dieser Fragestellung, wie viel Erwartungshaltung können Menschen quasi wie wir, die sehr viel uns damit auseinandersetzen, die das zum Teil als Beruf haben, an den Rest der Gesellschaft haben, die vielleicht gar nicht so viel Zeit investieren können, um sich eine Meinung zu bilden. Und wenn es keine Medien gibt, die versuchen, da mitzuwirken und die Politik da nicht hilft, welche Erwartungshaltung können wir da überhaupt haben? Und eine der Aufgaben und einer der Gründe, warum wir auf Vorträge gehen, in Panel-Diskussionen sitzen, ist, weil wir immer wieder darüber diskutieren müssen. Wir müssen uns fragen, welche Bedeutung hat es und wie können wir Einfluss nehmen auf unsere Repräsentanten in einer Demokratie? Ja, ich denke, was sich damit auch ganz stark überschneidet, ist, wie bei jedem netzpolitischen Thema, wirklich jedem eigentlich, man muss dieses Thema und eventuell die Wichtigkeit dieses Themas aus dieser Filterbubble, von der man ja immer spricht, raustragen. Es darf also nicht sein, dass Netzneutralität oder Überwachungsstaat oder Leistungsschutzrecht nur auf Twitter von den 1000 immer gleichen Netzaktivisten und den 2, 3 Politikern, die sich auf Twitter rumtreiben aus der ersten Reihe, dass die das ausdiskutieren und der Rest nichts mitbekommt. Sascha Lobo, den ja sicher einige kennen, hat das mal so formuliert, dass er sagte, wir müssen unsere Mütter überzeugen. Also die Netzaktivisten müssen tatsächlich Menschen, die sonst nichts mit dem Internet und mit dieser, die nicht in diese Filterbubble hineinkommen, die müssen sie überzeugen auf ganz analogem Weg. Und das ist ganz richtig, wie Igor das gesagt hat, wir müssen da auf irgendwelche Podiumsdiskussionen gehen und das immer wieder Leuten klar machen, die sonst nicht damit in Berührung kommen. Ich sehe auch, also ich bin ja jetzt inzwischen seit dieser Petition des Öfteren auf irgendwelchen netzpolitischen Tagungen und was mir heute zum Beispiel gefällt, ist, dass man viele Gesichter sieht, die man da sonst garantiert nicht treffen würde. Wie seht ihr denn, wie sind die Aussichten? Also jetzt mal nicht genau auf den Koalitionsvertrag geguckt, sondern vielleicht ein bisschen mehr aus dem Bauch raus. Wie wird das einen Weg gehen, dass wir jetzt erstmal eine Einschränkung der Netzneutralität an verschiedenen Stellen erleben? Ich verweise nochmal auf diese Diskussion mit der Unterscheidung von festen Verbindungen und mobilen Verbindungen. Und dann die daraus negativen Folgen sichtbar werden und vielleicht zurückgerudert? Oder kann man das tatsächlich, seht ihr noch eine Chance, dass sich das als grundsätzlich notwendiger Wert rettet? Ich glaube, dass es bei diesem Thema eben so sein könnte, dass man die Wichtigkeit davon erst erkennt, praktisch, wenn es zu spät ist. Also ich sehe im Moment leider nicht wirklich auf der gesetzgeberischen Ebene den Weg dahin, dass das jetzt schon tatsächlich gesichert würde, die Netzneutralität. Gerade auf der europäischen Ebene geht da einiges dagegen. Und in diesem Fall würde jede europäische Richtlinie, jedes deutsche Gesetz dazu praktisch zu Makulatur, ja, das wäre nur noch Makulatur, was wir in Deutschland machen. Aber ich denke,
das wird tatsächlich auch in der, oder ich habe etwas die Hoffnung, dass es in der Bevölkerung ankommt, dieses Thema, und man dafür sensibler wird, wenn man dann merkt, was ein Netz ohne Netzneutralität bedeutet, und dass dann viele sagen, oh, das hätten wir nicht machen sollen, da müssen wir nachregulieren. Vielleicht kommt es dann zumindest so weit, dass man da umdenkt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich bin ein bisschen pessimistischer, muss ich zugeben. Aus dem einfachen Grund, dass auch die Technologieunternehmen, die bisher am meisten vom neutralen Netz profitiert haben, immer größer, immer präsenter am Kapitalmarkt sind und immer weniger idealistisch vorgehen. Vor ein paar Jahren gab es noch große Töne von Idealismus, man verändert die Welt zum Guten, zum Besseren, Social Media hilft, Revolution zu starten und neue Regierungen zu machen. Das gibt es immer weniger, aus dem einfachen Grund, dass Social Media ist jetzt quasi Media geworden. Das sind große Unternehmen, die sind an der Börse gehandelt, sie haben klare Interessen am Markt und weniger, sage ich mal, idealistische Dinge. Und da ist es manchmal einfacher, Telekommunikationskonzerne etwas zu bezahlen, damit die eigenen Dienste privilegiert behandelt werden und nicht unbedingt die Rechte von uns als Nutzern, sowohl von Telekommunikationsnetzen als auch von den anderen Diensten zu stärken. Weil am Ende, wenn ein Netflix weiß, dass so viele Leute ihre Filme gucken, wollen sie natürlich auch, dass ihre Daten und ihre Netze und ihre Informationen schneller an den Kunden kommen, und die sind bereit, dafür zu zahlen. Insofern, derzeit sehe ich zu viele Akteure, die sich gegen dieses Thema wenden. Und ich habe das Gefühl, dass es so oft wie so oft in der Geschichte sein wird, dass Menschen erst lernen, wenn es richtig wehgetan hat, und dann sagen, vielleicht müssen wir es doch anders machen. Gibt es jetzt im internationalen Kontext irgendwo ein Vorbild oder auch einen besonders unerfreulichen Fall, von dem ihr wisst und berichten könnt? Irgendeinen Ansatz, auf den man verweisen könnte in der Diskussion? Jeder, der wissen möchte, wie ein sehr eingeschränktes Internet ist, sollte einfach einmal nach China fahren und feststellen, wie das dort ist und was man vielleicht dann doch vermisst. Und ich finde es immer wieder interessant, ich war selbst noch nicht dort, aber weil bestimmte Dienste dort geschlossen sind, finden Leute immer kreative Wege, wie sie dann doch zum Beispiel irgendwie zu Twitter kommunizieren, weil Twitter ist gesperrt, aber dann benutzen Leute andere Dienste, die in irgendeiner Form mit Twitter verbunden sind, um da drüber zu kommunizieren. Das klingt immer wie so eine Spielerei, naja, dann hast du halt kein Twitter, dann worum geht's denn da? Aber es geht darum, dass wir Rechte haben und dass wir halt die Wahl haben sollten, welche Dienste wir nutzen und welche nicht. Und darüber hinaus, was ich am Anfang schon gesagt habe, gerade geht es um Mediennutzung. Aber das Internet wird beim besten Willen nicht bei Mediennutzung enden. Es wird in alle Bereiche unseres Lebens gehen. Und je früher wir festlegen, dass unsere Daten darüber neutral verschickt werden, desto besser wird es für uns sein, auch im längeren Sinne. Ich habe da auch noch ein Beispiel dazu. Das waren die Aktionen zum Gezi-Park in Istanbul. Da hat man in der Türkei mindestens einen Tag, ich glaube sogar zwei Tage, in den Medien gar nichts, also in den offiziellen Medien gar nichts erfahren. Und da war Twitter natürlich eine ganz wesentliche Quelle, wo die interessierten Menschen an der medialen Nichtachtung vorbei was erfahren haben. In der Türkei sind die Medien sehr regierungshörig und haben in keiner Weise eigentlich richtig Stellung bezogen. Ja. Gibt es vielleicht eine Chance daraus, dass ich mir vorstelle, dass eine aufgeweichte oder nicht mehr existente Netzneutralität ja extrem schlecht auch für kommerziellen Wettbewerb ist? Also wir reden jetzt latent immer über unsere Rechte und über unsere Wahlfreiheit. Aber das müsste sich ja eigentlich auch verheerend auswirken, wirklich auf kommerziellen Wettbewerb. Bekommt ihr mit, dass vielleicht auch konservativere Kräfte
dort einhaken und sagen, naja, das brauchen wir, um den Motorwettbewerb am Laufen zu halten? Ist das ein Thema in der Diskussion? Ja, auf jeden Fall, denke ich. Also das Beispiel, das da immer am besten funktioniert, ist der Telekom-Spotify-Deal. Also für diejenigen, die darüber nicht Bescheid wissen, wenn ich einen mobilen Internetvertrag bei der Telekom habe, also für Internet übers Handy, und Kunde bei Spotify bin, bei dem Musikstreaming-Dienst, dann wird normalerweise ja mein Internet, mein mobiles Internet, so wie es dem Herrn Gutjahr wohl vorhin passiert ist, nach Erreichen eines gewissen Limits gedrosselt und ich kann nur noch langsamer surfen. Auf das Erreichen dieses Limits wird das, was ich für die Benutzung von Spotify brauche, nicht angerechnet. Dazu wurde eben ein Vertrag zwischen der Firma Spotify und der Telekom ausgehandelt. Die beiden profitieren davon, weil Spotify profitiert dadurch davon, dass Telekom-Kunden unterwegs ihren Dienst nutzen können. Und die Telekom kann sagen, wer bei uns die Verträge bestellt, der kann grenzenlos Musik streamen von unterwegs. Und das ist ganz klar ja dann eine Benachteiligung, eine Einschränkung für die unzähligen Konkurrenten von Spotify. Also es gibt zum Beispiel Empire, den Musikstreaming-Dienst, aber es gibt auch einfach Online-Dienste, bei denen sehr viel zum Beispiel alternative Musik zur Verfügung gestellt wird, wie Soundcloud. Und die sind natürlich ganz direkt benachteiligt, weil ihre Dienste, wenn die unterwegs von den Telekom-Kunden genutzt werden, und Telekom-Kunden sind ja einige, dann ist nach einem halben Tag oder so Schluss und man kann nur noch so langsam surfen wie der Herr Gutjahr. Während wenn die gleichen Kunden das mit Spotify machen, dann passiert ihnen gar nichts. Und da überlege ich mir als Kunde natürlich zweimal, ob ich ein Spotify-Abo abschließe oder eins bei Empire. Und das wird, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so passieren, wenn wir keine Netzneutralität haben, dass junge Start-ups immer schwerere Zugangschancen zum Markt bekommen. Ich glaube, das kannst du besser beurteilen, weil, soweit ich weiß, du ja auch Start-ups berätst. Zum Teil, ja. Die Frage ist definitiv, natürlich sind die kleinen Unternehmen davon benachteiligt, weil wenn die Regeln so aufgestellt sind, dass nur diejenigen bezahlen, nur diejenigen gutes Netz bekommen, die bezahlen, hat man keine Chance als ein kleines Unternehmen, das irgendwie mit zwei Leuten in einer Garage, das ist so dieses klassische Startup-Bild, was man nach wie vor hat, das sind zwei Leute in einer Garage, die dann vor sich hin basteln und dann Google erfinden. Aber das ist halt nun mal manchmal so. Es sind zwei Leute, die eine gute Idee haben, die dann sich für 3 Monate einschließen, ein Produkt programmiert haben und innerhalb von kürzester Zeit haben sie sowas wie Snapchat gebaut. Snapchat ist eine relativ neue Foto-Sharing-App, die angeblich schon 400 Millionen Fotos pro Tag versendet. Die haben jetzt vielleicht Geld, aber andere Startups haben vielleicht weniger Geld und können sich dann überhaupt nicht leisten, an ihre Kunden heranzutreten, weil zu Zeiten, wo es 20, 30, 500 Photosharing-Apps gibt, welche würde man nutzen? Die, die langsam funktionieren, aber vielleicht interessantere Features haben, oder die schnell funktionieren? Mich hatte vor allem interessiert, ob ihr irgendwie Stimmen hört, gerade auch aus konservativen politischem Lager, die das verstanden haben, denen vielleicht deine und meine Wahlmöglichkeit einstweilen noch egal ist und die vielleicht auch das Internet noch nicht verstanden haben, aber die verstehen, dass da mit der Netzneutralität gleichzeitig auch der Wettbewerb gefährdet wird, der Motor ist für einfach die kapitalistische Systematik insgesamt. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. In den USA sind vor allem Investoren natürlich beunruhigt über die Gespräche bezüglich Netzneutralität, weil Investoren in Startups sind daran interessiert, ein möglichst offenes und freies Marktfeld zu haben, in dem neue Ideen zum nächsten Facebook oder Google werden können. Und da gibt es definitiv Beunruhigungen und ich bin auch sicher, dass da entsprechende Lobbyinitiativen mitgestartet werden. Aus politischen Kreisen kann ich dazu nicht sagen. Ich persönlich hab's jetzt von Politikern noch nicht als Argument gehört, sondern immer nur selber als Argument in der Diskussion benutzt.
aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das eines der Argumente ist, mit denen Philipp Rösler, der hat ja kurz bevor er dann nicht mehr Wirtschaftsminister war, noch einen halbherzigen Verordnungsentwurf gemacht, der die Netzneutralität irgendwie schützen sollte. Ich vermute, dass das bei ihm zum Beispiel auch einer der Hintergedanken war, weil er ja versucht hat, sich als Minister der Start-ups darzustellen. Er ist ja auch das ein oder andere Mal im Silicon Valley gewesen und hat sich da mit den Branchengrößen fotografieren lassen. Und glaubhaft kann man das natürlich nur rüberbringen, wenn man die Politik macht, die Start-ups brauchen. Und ich glaube, dass das vielleicht einer der Hintergedanken war bei ihm, warum er da dann so ein bisschen unserem Druck nachgegeben hat und diesen Verordnungsentwurf da eingebracht hat. Könnt ihr bitte auch noch ein bisschen was sagen zu dem Problem Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung bei den Managed Services? Könnt ihr? Also ich würde mich jetzt persönlich nicht als Experten für diesen Thema sehen. Also das Problem, was wir bisher noch haben, was aber in Zukunft nicht mehr ganz so als Argument gegen die Netzneutralität ziehen wird, ist, wenn mein Provider erkennen will, welchen Dienst ich gerade nutze, das muss er ja tun, um bestimmte Dienste priorisieren zu können oder drosseln zu können oder ausnehmen zu können, dann muss dieser Provider natürlich meine Datenpakete praktisch öffnen und sehen, zu welchem Dienst gehören die im Moment, muss ich die eventuell langsamer befördern, schneller befördern, anrechnen und so weiter. Und das nennt man Deep Packet Inspection, DPI. Das öffnet zum einen der Zensur wirklich Tür und Tor, wenn man das erlaubt in Zukunft, und ist auch zum anderen, es geht niemandem was an, was für Dienste ich gerade nutze. Durch das neue Internetadressenprotokoll IPv6, wir hatten es vorhin mal in einem Vortrag, die Null, die an die Postleitzahlen drangehängt wurde. Das IPv6 soll eine Möglichkeit bieten in Zukunft, dass man praktisch auf den Umschlag der Datenpakete draufschreiben kann, also auf den Header. Dies ist ein Paket, das zu einem priorisierenden Dienst gehört oder das gehört in die Dienste Klasse 1, Dienste Klasse 2 und so weiter, weshalb es zumindest nach der Argumentation der Telekommunikationsunternehmen in Zukunft nicht mehr nötig sein muss, in diese Pakete reinzusehen. Ob das tatsächlich so stimmt, weiß ich nicht, kann ich auch nicht hundertprozentig beurteilen, aber Stand jetzt ist es auf jeden Fall noch so, dass es auch datenschutzrechtlich tatsächlich bedenklich ist. Dazu muss man sagen, dass immerhin hat sich der Koalitionsvertrag insofern ausgedrückt, dass sie die Packet Inspection nicht haben wollen und das entsprechend gesetzlich verankern wollen. Das muss aber auch noch erstmal umgesetzt werden. Gut, der Herr Wagner wollte, glaube ich, noch was sagen. Gell? Der ist nämlich Politiker, leider von den Linken und auch noch Netzpolitiker, also auch keiner, den wir hier beharken können. Also ich habe mich jetzt tatsächlich gemeldet, als gesagt wurde, dass sozusagen in den Runden, wo dann immer Politiker mit dabei waren, dass es irgendwie noch keine Rolle gespielt hat mit dem Wettbewerb. Jetzt würde ich jetzt selbst nicht unbedingt damit kommen, dass sozusagen die kapitalistische Produktion deswegen gewahrt werden muss. Das ist sicherlich nicht meine Aufgabe. Die Sache ist aber natürlich die, dass sozusagen wirtschaftliches Handeln durch die Absage an die Netzneutralität aktiv behindert wird. Das ist eigentlich schon ganz fade, das ist auch schon alles, aber dadurch kann halt richtig viel wegbrechen. Und im Grunde genommen ist das auch immer die Argumentation im politischen Raum gewesen, zu sagen, also das könnt ihr nicht machen. Gegebenenfalls ist dieser Eindruck tatsächlich verzerrt, weil es gibt ja Parteien und Fraktionen in Deutschland, denen wird eine Wirtschaftskompetenz zugeschrieben. Jetzt mal unabhängig davon, ob das sich irgendwann mal bewahrheitet oder nicht. Kommt diese Zuschreibung nicht von ungefähr? Diese Zuschreibung kommt insbesondere daher, ich sage jetzt mal Großprojekte,
dass diese Parteien tatsächlich eine gute Kompetenz haben, öffentliche Gelder in Projekte zu stecken, die bereits von ziemlich großen Playern umgesetzt werden. Und bei der Netzneutralitätsdebatte hatte ich genau dasselbe Gefühl, dass eben mal geschaut wurde, oh je, wir müssen irgendetwas zur Package Inspection sagen und wir müssen irgendwie gucken, wie drosseln wir hier nach Spotify. Gucken wir doch mal an, was Bitkom und was die Telekom sagt. Und das ist dann sozusagen die Meinung der Wirtschaft, die dann im politischen Raum tatsächlich propagiert wird. Tatsächlich hat es von den Leuten, die die Netzneutralität befürworten und einfordern, also insbesondere SPD, Grüne und Linke, immer auch das Argument der Wirtschaftlichkeit gegeben. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz hervorgedrungen, weil auch wir haben natürlich erstmal die Frage von Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung an die erste Stelle unserer Kritik gesetzt. Denn tatsächlich ist es so, dass DPI ja schon angewendet wird, allerdings eben nicht für alle Pakete, sondern um einfach nur mal zu schauen, was weiß ich, man guckt in 10% der Pakete hinein und kann ungefähr feststellen, welche Dienste hinter welchen Metadaten stecken, um da sozusagen so eine Approximation zu haben. Aus meiner Sicht ist es nicht möglich, Güteklassen über Metadaten einzuführen. Also was soll ich denn machen, wenn jetzt IPv6 ausgerollt wird und ich komplett auf IPv4 verzichte? Dann stöpsel ich halt das Netzwerkkabel von meiner Fritzbox ab und packe sie in meinen Standardrechner hinein und sag dem, priorisiere mir mal alles in Güteklasse 1. Dann kann das ja nur dadurch nicht funktionieren, dieser Dienst, der dann immer priorisiert wird, indem der Inhalteanbieter auf der anderen Seite sagt, nö, mache ich nicht, weil du lügst gerade dein Telco an. Die Gefahr sehe ich aber nicht, dass, oder was heißt Gefahr? Ich sehe jetzt nicht das Szenario, dass ein Inhalteanbieter das machen würde, weil dann schließt er seinen Kunden, für den er vielleicht sogar bezahlt, von seinem Dienst aus. Insofern wird auch im IPv6-Zeitalter die Frage von DPI nach wie vor eine Rolle spielen. Und prinzipiell, IPv6 ist eine riesengroße Datenschutzdebatte, die man auch führen kann, die im Moment, also Leute, ja, die Politik weiß vielleicht, die Politik gibt es ja auch nicht. Der Mainstream in der Politik hat vielleicht das Internet noch nicht verstanden, aber IPv6 auf jeden Fall erst recht noch nicht. Vielleicht jetzt zum Abschluss, weil wir jetzt dann auch gleich zu... Ah, da gibt es noch eine Frage. Entschuldigung. Was ich jetzt so jetzt hier auch höre, also ich bin jetzt so der normale Internet-User, sage ich mal. Ich bestelle hin und wieder was, ich interessiere mich für Dinge, ich finde Wikipedia gut. Wir hatten auch heute Mittag schon das Vergnügen, mit dem Herrn Scheller am Tisch zu sitzen. Also ich habe da noch so ein paar Hintergrundinformationen losgeworden. Was ich jetzt aber hier so verfolge, ist doch relativ theoretisches Gespräch über etwas, was sich mir nicht unbedingt erschließt. Also wenn ich jetzt höre, dass die Telekom zum Beispiel mit Spotify einen Vertrag macht, der den einen vom anderen ausschließt, dann ist es für mich ein Ruf nach dem Kartellamt. Also wo ist das Kartellamt bitte? Also gibt es da keine Kontrollbehörden, die solche Sachen ausschließen? Also ich finde das wirklich skandalös eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. Also genau darum geht es aber. Also es gibt es gibt im Grunde genommen Zuständige, aber es wird bisher auf der rechtlichen Ebene nicht eindeutig gesagt, wie solche Dinge geregelt werden müssten. Das Netz wurde ja Stück für Stück angefangen zu regulieren. Am Anfang war es diese neue Technologie, die keine Regulierung bedurft hat, weil sie so neu war, dass sie kaum benutzt worden ist. Aber innerhalb von kürzester Zeit ist sie von wurde nicht benutzt zu, wir haben Facebooks, die 1 Milliarde aktive Nutzer darauf haben. Und dass die Geschwindigkeit, mit der wir quasi das Internet in unser Leben bekommen haben, bereitet diese, sage ich mal, Stresssituation, in denen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sich uneinig darüber sind, wie wir darüber verfahren wollen. Und die Problematik, je weiter wir quasi die Problematik, die ich persönlich sehe, ist, dass die Diskrepanz, also dieses Technikverständnis, immer kleiner wird. Es gibt eine Elite von Menschen, die, sage ich mal, Ingenieure hauptsächlich, die das Ganze programmieren, die darüber ein großes Verständnis haben und danach kommt sehr viel Nichts. Und anstatt von Demokratisierung erleben wir gerade eher eine andere Bewegung, wo quasi Unternehmen wie die Telekom das Ganze ausnutzen können, um das zu verdrehen. Und da müssen, deswegen meine, sage ich mal, mein
Versuch, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist nicht ein irgendwie wirtschaftliches Problem, es ist kein politisches Problem, es ist eine Kulturfrage, die wir uns auseinandersetzen müssen. Ich wollte eben dazu noch einen Satz sagen. Ich denke, das ist der Punkt, wo man Frau Merkel recht geben kann mit ihrem Punkt, mit ihrem Satz, das Internet ist für uns alle Neuland. Dafür haben wir einfach noch keine Regelungen. Es funktioniert einfach noch nicht, was wir bis jetzt haben. Und wir müssen uns jetzt eben diese Regelungen schaffen, die sowas verhindern, was aus Sicht von, würde ich sagen, der überwiegenden Mehrheit einfach eine Ungerechtigkeit ist oder wo jeder sagen würde, aus dem Bauch heraus, das ist, da läuft was falsch. Und dafür brauchen wir einfach noch Regeln und die sind im Moment noch nicht geschaffen. Deswegen, das meinte sie eventuell auch mit, das Internet ist für uns alle Neuland. Zumindest könnte man ihr insofern recht geben. Ja. Okay, was ich nicht verstehe, sind die Krokodilstränen, die Telekom vergießt. Wer hat denn das Netz bezahlt? Der größte Teil des Netzes, was die Telekom hat, haben wir, die Bürger, mit unseren Steuergeldern bezahlt. Und später sind sie hingegangen und haben den Bürgern nochmal Geld abgeknöpft mit ihren Aktien, wo sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld verloren haben. Also zweimal bezahlt für das Gleiche, oder für eine Sache. Und wir sind dabei, demnächst dann ein drittes Mal zu zahlen, wenn das Netz modernisiert und ausgebaut wird. In der Tat kann man das der Telekom vorwerfen, dass lange nichts investiert wurde und man dann ankommt und sagt, jetzt brauchen wir aber wieder Geld, weil unser Netz nicht mehr Schritt hält mit dem mit den Ansprüchen der Nutzer. Mein Blick ist da natürlich etwas einseitig. Als Ich habe noch einen Nachsatz dazu auch, und zwar, was ich auch nicht verstehe, ist, dass viele Menschen natürlich über diese Umstände, die wir jetzt hier besprechen, auch tatsächlich unglücklich sind, unzufrieden sind, auch sich nicht auskennen, geht mir genauso. Was ich dann aber auch immer wieder erlebe, ist, dass, wenn jetzt das neue iPhone rauskommt, wirklich alle dieses neue iPhone haben müssen, obwohl ganz klar ist, dass Apple noch nicht mal erlaubt, über Bluetooth Kontakte mit einem anderen Handy auszutauschen. Also das sind Sachen, die ich dann auch nicht verstehe. Also ich persönlich hatte ein iPhone und habe es aus diesem Grund auch wieder abgegeben und auch wieder verkauft, weil ich gedacht habe, ich lasse das mit mir nicht machen. Ich bin mündig. Ich will das nicht kaufen, ich will das nicht zahlen und ich will auch diese Verkettung zwischen iPhone, MacBook, Mac Pro Dings. Das mag alles tolles Spielzeug sein. Ich sage jetzt mal bewusst provokant Spielzeug, aber ich will das nicht haben und ich will das auch mit meinem Geld nicht unterstützen. Und da denke ich, sind auch wir als Konsumenten ein Stück weit aufgerufen. Richtig. Ja. Man muss als Konsument sich dann eben auch überlegen, bei welchem Provider habe ich meinen Internetvertrag, habe ich da einen, der mir ein neutrales Netz bietet oder einen, der bestimmte Dienste bevorzugt und so weiter. Aber es wird eben immer schwerer, sich einen Dienst zu holen, bei einem Provider einen Vertrag zu holen, bei dem ich dieses neutrale Netz bekomme. Also gerade im mobilen Bereich bekomme ich das kaum noch. Es gibt kaum noch einen Provider für mobiles Internet, bei dem ich zum Beispiel Internettelefonie auf dem Handy nutzen kann. Sie können sich alle denken, warum, wenn ich mein Handy benutze, eine Internet-Flatrate habe und dann übers Handy skype, statt zu telefonieren, dann kriegt mein Provider keinen 9 Cent pro Minute, sondern gar nichts, weil es in meiner Flatrate integriert ist. Und es ist kaum noch möglich, dazu in irgendeinem Provider hinzugehen, der mir das, bei dem ich einfach Skype oder ähnliche Dienste nutzen kann, ohne dass das ganz stark eingeschränkt wird. Also erstens Applaus an Sie, vorbildlich, und das ist auch, also das sollten Sie auch quasi in die Welt tragen und Leuten erzählen, wie Sie die Meinung, also wie Sie das gemacht haben und warum Sie das gemacht haben. Ich erzähle aber dazu gerne auch eine persönliche Geschichte, und zwar, ich habe bis vor 3 Jahren 8 Jahre lang Linux benutzt, hauptsächlich. Also auf meinen Rechnern war Linux drauf. Ich habe mich dadurch als moralisch extrem überlegen gefühlt gehabt und habe mich entsprechend, sage ich mal,
so verhalten und war ein sehr großer Befürworter von allem Nutzen, was offen ist und irgendwie keine proprietären Systeme nutzen. Dann haben wir aber das Unternehmen gegründet und ich habe festgestellt in sehr kurzer Zeit, dass in kleinen Teams ist es viel schwieriger, Kompatibilitätsschwierigkeiten zu bewältigen. Das heißt, die anderen beiden hatten Macs und ich stand jetzt quasi vor der Wahl, benutze ich auch ein Mac oder werde ich irgendwie bei Linux bleiben, mich moralisch vielleicht nach wie vor überlegen fühlen, aber trotzdem die Arbeit unter schwierigeren Umständen, sage ich mal, vollziehen können. Und ich glaube, die Komplexität ist, ja, jeder muss individuell für sich die Entscheidung treffen, nur die Entscheidung ist manchmal nicht so einfach, wie sie vielleicht aussehen kann. Privat, klar, ich kann die Entscheidung treffen und sagen, ich verzichte auf ein iPhone, weil die meisten anderen Smartphones erledigen so ziemlich alles, was das iPhone auch kann. Und besser und günstiger zum Teil. Aber das kommt immer auf den Kontext an. Und wie derjenige überhaupt zu dieser Fragestellung kommen kann, lasse ich das mit mir machen oder nicht. Jetzt ist leider unsere Zeit abgelaufen. Igor Schwarzmann und Johannes Streller, vielen Dank.